stürzen wir uns ins nächste Abenteuer zusammen mit Jin zur vielleicht Boss-Mission? Ich weiß nicht genau, ich sehe kein glänzendes Ding. Gut, lass uns überraschen. Zack, zack. Easy. Auf zum Boomer. Den wir mal eben fix killen werden, bevor er sich in zwei Runden in die Luft sprengt. Das wäre ungeil. Konter. Zack. Lass ihn kurz vergiften. Zack. Und dann nochmal ein bisschen Damage machen und dann ist er down. Der macht guten Schaden, der Kobold-Spucker. An meinem Djinn. So, welcher Boss erwartet uns hier? Pupsi! 860.000 Punkte! Ich würde sagen, wir betäuben Pupsi mal ganz kurz. Na, geht doch nicht alle auf meinen Djinn. Ah, der hat 5 Stacks an Gift. Ich bin sowas von tot, ey. Und das Scheiße aber auch. Die geht echt nur auf ihn, wa? So ein paar Drecksratten. Na, mal schauen. Ja, Mist. Nice. 19.000 Schaden macht er, okay. Aber er hat 860.000 Punkte. Das war close. So ein Superschlag finde ich ganz cool. Nicht blockierbar. Alles klar. Nee, ich glaube, das wird nichts. Außer es kommt öfter sowas. Ah, der ist nicht blockierbar. Scheiße, hatte ich keine Chance gehabt. Gut, gegen den brauche ich erstmal nicht kämpfen. Wenn ich doch nur meine Ausbildung abgeschlossen hätte, dann wäre ich jetzt mehr von Nutzen. Naja, auf Wiedersehen, schätze ich mal. Das ist schade. Tja, brauchen wir einen Nahkampf? Ich würde sagen... dass wir hier ein bisschen Unterstützung brauchen. Boah, wie willst du denn hier 17 Sterne in Folge kriegen, Alter? Das ist ja heftig. So vielleicht. Statistik erhöhen. Easy. Medaillen haben wir für alle schon maximiert, ne? Brauchen jetzt wahrscheinlich nur die Medaille für die Quests. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Einmal viele Hits. Einmal viele Sterne in Reihenfolge. Einmal noch eine Medaille fürs Questen. Aber erhalte 38 Sterne. Gut, das ist ja easy. Dann muss ich wieder keine keine Combo erzielen. Eine Feder für 9, das muss ich kurz lesen.
Das musste ich eben lesen. Das hat mich irritiert, dass ich ja keinen Fortschritt gesehen habe. Aus dem Augenwinkel. I love this game. Neunzehn Sterne in Folge, widerlich. Naja, ich dachte, links kommt zuerst. Bad. Mist. Außerhalb des Kreises getroffen. Gut. 5000 zu 6855 und wir steigen auch nochmal eine Stufe auf. Und nochmal eine Stufe. Das ist herrlich. Okay. Ein Kleber, was wir gerade bekommen haben während des Trainings. Sehr schön. Ring der Löwen. Ich denke, damit kannst du häufiger ausweichen. Sehr schön. Wir hätten noch mehr von diesen Tränken. Oh, ich muss diese Tränke öfters nutzen. Ja, ich muss es echt nutzen. Boah, bin ich dumm. 110 Gold, ist klar. Gönnt ihr. Der Dämon. Wir haben jeweils drei Tränke davon. Ich meine, das ist so viel. Aber zu zweit kann ich das wahrscheinlich... Oh, ich habe den falschen Skill genutzt. Zu zweit kann ich das wahrscheinlich eh knicken. Na, jetzt alleine meine ich. Schauen wir mal, ob wir ihn killen. Nein, aber er hat noch einmal. Hätte ich gedacht. Ich habe kein Ausweichen gehabt. Ach, bin ich ein Noob. Ich bin so ein Kack-Noob. Super Spezial. Ich habe deine eigene Medizin gegen dich verwendet. Lass mal sowas nutzen. Achso, guck mal, das muss ich auch noch als im Kampf nutzen, verstehe. Was macht denn dieser Trank? Boah, ich bin so ein Noob, Alter. Ich weiß doch, dass ich dem nicht ausweichen kann. Bam! Zack! Easy! Dämonenfreund. Mit den Tränken ist das so lame. KK! Ein Kleeblatt. Und wir kriegen ein bisschen Gold. Ein bisschen. 100 Gold oder so. Magischer Bogen. Ein schöner Bogen, perfekt für einen Abgrunddämon. Mhm. Da kosten die echt 110 Gold. Ist ja abartig. Kein Feuerbrand, Superdonner. Mhm, okay. Oh, mein Held! Vielen Dank, dass du Pupsi gefunden hast. Was? Haha, nein, das war kein Angriff, Dummerchen. Er wollte nur spielen, wie auch immer. Vergessen wir mal Pupsi. Ich habe furchtbar... Der ist eh tot. Ich habe furchtbar Neuigkeiten. Die Hexe, sie bereitet die... Nein, 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 nein! Die absolute Finsternis vor! Sie hat ihre Orkschergen geschickt, um den Glühwürmchenbaum zu zerstören und die Lichter von Neverscene auszulöschen. Ja, nicht wahr? Sie ist das Letzte. Und ich werde bestraft? Pff, wie kommt es, dass niemand sie bestraft? Du musst ihren Orkschergen in den Hintertreten und dir den dritten Heldenschatz holen.
Hm? Was ist los? Ach ja. Ein blaues Glühwürmchen, bitte. Lass nicht zu, dass sie die Lichter auslöscht. Kapitel 3. Die absolute Finsternis. Fünf Fanwiff. Mhm, sehr schön. Mittlerweile 800 Gold pro Tag. Die Waffenkammer ist gut gefüllt. Aber da fehlt noch ziemlich viel. Alle, viele Waffen gibt es denn hier bitte noch? Ich glaube, ich sollte mal für die neuen Waffen sparen, ne? 215 Gold, alles klar. Dann let's go. Kapitel 3, die absolute Finsternis. Der Glühwürmchenbaum. Nice. Die Ordensrache. Hatten wir die nicht schon mal? Ich bin der Meinung, wir hatten die schon mal. Bleib stehen, Bauer. Oh, du. Du denkst, du kannst hier rumspazieren und den Orden angreifen? Los, Brüder, bringen wir diesem Made eine heilige Lektion bei. Alles klar. Ach gut, wie ich dodgen kann. Aua! Ich glaube, der hackt's wohl. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen schlecht. Alter, ich habe nicht ein einziges Mal richtig gedodged hier. Komm, die Bad bin ich schlecht. Das war nicht gut. Badam! Der war ziemlich schnell. Einen neuen Feind entdeckt, nice. Der Ufring hat mich gesaved. Oh mein Gott. Badam! Dass die Scheiße nicht blockbar ist manchmal. Nervig. Das war so peinlich gewesen. So, kümmere dich erstmal, du Lutscher. Ich dodge hier einfach gerade gar nichts. Ich weiß nicht warum. Wir sind hier gerade alle viel zu schnell. Badam! Taschendiebstahl! Damn. Alter, 150.000, ja, war doof. Ist doof, dass wir den sofort killen konnten. Ich trinke mal so ein Schlückchen. Ich hatte keinen Dodge gehabt, okay. Okay, Priester des Ordens, let's go. Gott. Ist das ätzend. Badam! Zack! Wie viel der aushält. Piu! Hm, bisschen mehr Rüstung finde ich ganz cool. Aber wir können uns auf jeden Fall jetzt eine neue Waffe holen. Eine New Weapon, oder? 215, okay. Ist dann nicht genug. Kann ich das doch noch nicht. Mhm. Bisschen Kleeblättchen. 170 für Magie, okay. Nehme ich mit. Bisschen Erfahrung. Wieder ein... Nice. Wieder ein Punkt. Viele Chancen zu Projektile mit Blockkonter abzulenken. Ich kontere, dass ich mehr Damage mache. Sehr gut. Und nur noch ein paar Punkte.
792. Ich würde die gerne auf Silber bringen, aber ich glaube, da könnte ich einen Punkt wieder kriegen, ne? Aber lass das mal hier machen. Außer Abklingzeit jedes Mal um 0,01 Sekunden reduzieren. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Okay, meine lieben Freunde. Da würde ich sagen, an der Stelle mal ein kleines Päuschen. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.